So, du darfst rascheln. Langsam weggehen. Der erste Baum. So, du gehst an den Geruchsartikel, sagst riech. Er findet das Leckerli. Wenn die Nase hochgeht, Trail. Leine gleiten lassen dann, ne? Leine, nee, nix berühren. Du musst einfach, er geht selber, super, er geht. Prima. Und jetzt freuen. Oh, das riecht stark. Ja, der kriegt jetzt noch mehr. Da ist Hühnchen drin, da ist Rind, da ist Schwein drin. Aber alles gekocht, gebraten. Gleiches Spiel. Du bleibst wieder stehen. Noch ein Stück. Genug, stopp. Hast du ein Leckerli drauf? Ja gut. Dann kriegst du noch ein Leckerli. Hm? Jetzt ist er schon angefixt. Jetzt hat er was anderes im Kopf. Da frisst er was. Ach so, das ist okay. Ja, gut. Jetzt bleibst du stehen, bis er vorangeht, dann lässt du Leine gleiten. Ne? Irgendwann hört er damit auch auf. Und so. Ja? Bleib stehen. Hm? Weil er reagiert auf dich. Jetzt Leine gleiten. Jetzt los. Genau. Ja, genau. In dem Moment, wo du was machst, dreht er sich um, was soll ich? Und dann bringst du ihn raus, ne? Mental raus. Also lieber einen Moment warten und auch warten, dass das, auch wenn es länger dauert. Ne? Umso schneller lernt er das. Okay. Super. Grüß gemacht. Das Spiel gefällt mir. Ja, das ist toll. Hier, jetzt kein Leckerli drauf. Er sucht das trotzdem. Ja, wir machen das nur am Anfang, dass er richtig anriecht. Jetzt warte, bis er aufmerksam ist. Jetzt, da kommt ein anderer Hund, hoffentlich geht die in eine andere Richtung. Geh mal rechts in die Bäume. Rechts in die Bäume. Genau. Jetzt kannst du. Jetzt hast du zurückgezogen, ne? Okay. Hast du gemerkt, ne? Wirklich gleiten lassen, ne, am Anfang. Er geht, du machst nichts, er zieht Leine. Am Anfang, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, deswegen das Leinenending muss man die Trockenübung vorher machen, ne, weil sonst geht es meistens schief. Jetzt nimmst du die Tube, genau. Noch eine? Ja, noch eine. Jetzt gehst du mal ein Stück weiter.
hinter den Elix oder was das da ist. Ja, einmal um die Kurve. Naja. Ja, du wirst sehen, der, wenn der nachher die Pause hatte, dann steigert der sich massiv. Dann wird es ein bisschen verarbeitet. Weil dann, genau. Die brauchen das verarbeiten. Okay, los. Genau, reicht. Weiter. Ist okay, jetzt setzt er schon die Nase ein. Ja. Lass ihn vorgehen, lass ihn vorgehen. Immer vorgehen lassen. Sehr gut. Der konzentriert ist, ne? Ja, der hat definitiv Spaß da dran. Und Tube ist auch immer gut als Belohnung, ja, Tube kennt weil da hat er länger von. Ne? Ja, kann man immer kann schön ein bisschen. Genau, weil die Dauer der Belohnung ist auch sehr wichtig. Ne? Meistens haben die so, wenn der Dose hinhält, schwapp weg. Ja. Ne? Und für den Lerneffekt ist aber sowas sehr wichtig. Viele machen auch beides, Tube und nochmal Dose. Aber. Ah! Das war gut. Jetzt ziehst du das Geschirr aus. Und dann macht er eine Pause. Riech. Er hat es noch nicht gefunden. Er sucht das Leckerste. Das ist oben drauf. Na? Ist okay, lass ihn das selber suchen, umso mehr muss er anriechen. Du brauchst einfach nur Zeit. Hm? Ja, weiter. Super. Nimm's mit. Gut. Das ist toll. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen mit dem Kind da. Geh einfach nochmal. Also du kannst jetzt ruhig mal eine längere Strecke, da wo das, also hinter dem Kind. Brauchst du nicht, kannst ruhig, okay, geh. Einfach nicht zurückziehen, nur halten, nur halten. Weil das ist immer eine Einwirkung über die Leine, ne? Am besten warten wir jetzt mal, bis die da vorbei sind. Habt ihr feste Trainingstage? Einen Tag am Wochenende und einen Tag in der Woche. Ist aber immer unterschiedlich. Also wir haben eine Facebook-Gruppe, wo ich die Termine bekannt gebe. Jetzt am nächsten Wochenende zum Beispiel nicht. Da bin ich auf Seminar. Aber ansonsten wieder in der Woche. Und man kann dann teilnehmen, wer will. Und in der Woche immer ein bisschen begrenzt. Ich brauche Hundetraining. Echt? Ah, oh, das ist natürlich doof. Ja, das ist aber doch nicht schlimm. Macht mein Hund auch. Ja, ist aber gut. Schöne warm. Schön warm. Die Zunge. Na gut. Okay, du kannst los.
Ich bin nicht lecker. Ich. Alles okay. Gut, ist kein Lecker drauf. Nimmst du wieder mit? Du kannst auch ruhig zügig mit ihm gehen. Umso mehr Spaß hat er. Jetzt können wir aber auch noch einen Spaziergänger hier. Das wirst du gleich sehen, wie der mit der Nase. Der kann ja jetzt im Moment kann er noch nicht viel mit dem Geruchsartikel anfangen, weil das ist erstmal Ritual angewöhnen. Ne? Aber wenn er jetzt ein Stück weiter weggeht oder so, dann wirst du sehen, dann nimmt er die Nase. Ne? Aber es dauert. Beziehungsweise beim letzten Durchgang eben, da konnte er auch nichts mehr sehen. Er hat dann richtig geschnuppert. Ja. Da war wirklich die Nase auf dem Boden. Weil er muss einfach lernen, unterschiedliche Personen zu eben, auch den Zusammenhang. Und deswegen macht man immer eine andere Person. Und ja, wie gesagt, nochmal. Jetzt gehst du mal bis zum Ende des Zauns. Da gehst du mal 10 Meter in den Wald rein. Aber aufpassen, nicht da, wo Dornen sind. Ja. Sondern wo es ein bisschen frei ist. Wenn rechts nichts frei ist, dann gehst du links. Oh, jetzt kommen wir mal, Fahrräder. Du kannst aber schon mal gehen. Ja, das machen auch die meisten VPs. Irgendwo an den Rand schmeißen, soll gar nicht so sein. Der soll mitten auf dem Weg sein, der Geruchsartikel. Jetzt kommen wir gehen mal entweder den Geruchsartikel schützen, alle auf diese Seite. Komm mal rüber. Ah ja, jetzt muss ich stehen bleiben. Jetzt kriegst du auch noch Besuch von hinten. Es ist wieder zu schönes Wetter. Ja. Zum Teil besser schlechtes Wetter. Kannst du noch ein bisschen warten. Der ist jetzt ungeduldig, aber das ist normal. Das steigert sich jetzt. Macht überhaupt nichts. Frustrationstraining. Genau. Einfach warten, warten, warten. Du kannst noch warten, bis die ein Stück weiter sind, dass du die nicht so schnell einholst. Sonst musst du an denen vorbei und das ist immer schwierig. Hä? Dein Ohr ist umgeknickt. So, jetzt kannst du los mit ihm. Das ist gut, wenn er das richtig gut anlässt. Das ist super. Hm? Jetzt nimmt er die Nase auf den Boden. Das ist natürlich schwer jetzt für ihn. Einfach nur Leine. Der wartet jetzt auf uns. Das ist jetzt doof, dass wir so weit zurück sind. Normalerweise bleibt man am Hundeführer. Dornen, ne? Ah, wo ist er denn rein? Da. Wahrscheinlich. Hm? Du hast den Geruchsartikel, das ist Mist. Komm, helf ihm mal. Helf ihm mal, weil der hat jetzt da den Geruch von der Person. Da ist ein Kacker, voll aufpassen. Gehen wir mit ihm. Jetzt lass ihn vorgehen.
Ja, der will hier auch nicht unbedingt durch. Nee, jetzt komm her, ich helfe dir. Komm. Komm, ich helfe dir. Wo ist er denn? Da. Warum soll ich mal helfen? Da? Wie ist das? Ja. Bisschen freuen. Lass ruhig Geschirr noch an. Der war nämlich jetzt versaubeutelt. Deswegen hängen wir da noch einen dran. Ja, das war jetzt irgendwie. Ja. Nimm ihn an Halsband, um hier wieder rauszuführen. So. Da bist du wieder. So, Stefan. Geruchsartikel? Du musst aufpassen mit dem Geruchsartikel. Ja, soll auch so sein. Stefan? Geruchsartikel hier auf deiner Spur. Da hinlegen. Ja. Dann? Dann gehst du gerade und links in den Tunnel. Da bleibst du stehen. Da bleibst du stehen, genau. Super. Das sieht gut aus. Vorsicht, Fahrräder. Gefunden. Alles klar, jetzt kannst du das Geschirr ausziehen. Das war jetzt eine schöne Arbeit. Ja, Tag und Nacht, ne? Ja, aber. Das ist die Strecke Solingen, Frankfurt und Co., ne? Das wird toll! Hm? Das ist toll! Das wird toll! Ja, das wird toll! Das macht dir Spaß! Ja, ja. Das merkst du mir jetzt so. Weil ich denke mal, er ist auch wahrscheinlich ein Hund, der sich dann hinterher von allen feiern lässt. Ne? Ja. Ja. Das ist ein hibbelig. Ja, ist okay. Der darf wohl hibbelig sein. Ne? Wir wollten auch einen eher etwas quirligeren Hund. Und keinen, also, ja, schön. Also jetzt sind wir